Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Gamer, zu unserem Let's Play Killzone Shadowfall. Und wir machen an gleicher Ort und an gleichen Ort und an gleicher Stelle machen wir weiter. Sesam, öffne dich! Sie sichern das Gleis. Ich sichere den Zug. Jo, dann sichere ich mal hier das Gleis und du den Zug. Und da unten stehen sie ja schon wieder alle und warten darauf, von uns vermöbelt zu werden. Das verspricht also wieder ein actionlastiger Part zu werden, in der Hoffnung, diesmal keinen großen Fail hier hinzubauen, oder hinzulegen, besser gesagt. So, Droni, du erlegst mal hier die Vorarbeit. Und wir kommen hier sozusagen mit der groben Vorgehensweise. Na komm her, versteck dich doch nicht. Mit der groben Vorgehensweise ziehen wir nach. Und bereinigen hier das kleine, aber feine Schlachtfeld. Da unten ist er doch noch. So, jetzt aber. So, wir lassen die Rohre hier wieder schön glühen. Und der da unten, der braucht sich auch nicht zu verstecken. Den werden wir nämlich hier gleich erwischen. Ah, der ist jetzt quasi unten unter uns. Boah, komm her hier! Okay. Mit der Waffe ist er natürlich ein bisschen träge. Gleis sicher. Wo ist der Zug? Jo, dann überbrück mal. Ah, da kommt er doch schon. So, schauen wir, ob wir hier noch was finden. Vielleicht was mehr oder weniger Nützliches. Hier oben haben wir ja den Eingang. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ein kleines Pad. Aber ansonsten sieht das jetzt... Ja, ich komme doch schon. Sieht das nicht so aus, als könnten wir da noch was von gebrauchen. Vielleicht eine neue Waffe. Mit der sind wir vielleicht sogar ein bisschen flinker. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht das ganz große Feuer eröffnen müssen. Denn ansonsten wäre das MG definitiv besser. Na los, schnell an Bord. Jo, und ich würde mal sagen, ab geht die. Naja, mehr oder weniger wilde Fahrt. Und das ist schon ziemlich imposant, also ziemlich groß. Mal schauen, wo wir jetzt hier hinkommen. Jo, das sieht aus, als wäre es jetzt auf jeden Fall eine etwas längere Fahrt. Sehen Sie? Visari hat keine Wahl. Sagen Sie Sinclair, dass er warten soll. Er hört nicht. Er muss. Wenn nicht, ist Wecker verloren. Sir, bitte melden. Ende. Wenn du mich hörst, kehre um. Stahl wartet. Er wusste, dass wir kommen. Bitte melden. Hörst du mich? Nee, er hört uns leider nicht. So ein Pech. Nichts. Hoffentlich hat er sie gehört. Ja, eine klassische Falle, so wie es aussieht. Konnten wir Sinclair noch warnen? Wir werden es gleich herausfinden, schätze ich mal. So, was passiert jetzt? Licht geht aus, Licht geht wieder an, okay. Und weiter geht die Fahrt. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich hier in einem neuen Sektor, in einem neuen Korridor. Und jetzt sind wir hier an einem Bahnhof, oder? Ja, der Zug stoppt. Da hinten haben wir unseren Wegpunkt. Da ist doch auch schon die nächste Wache. Ich glaube, wir sollten einmal kräftig durchladen, beziehungsweise unsere Drohne vielleicht vorschicken. Oder auch nicht. Ich glaube, der kriegt gar nicht mit, dass wir da sind. Braucht er auch nicht. Ja, jetzt haben sie ja mitbekommen, dass wir dann doch da sind. So. Und weiter geht's.
Ja, das Schleichen hat also jetzt nur bedingt für eine kurze Zeit funktioniert. So, jetzt brauchen wir gleich wieder das EMP. Bam! Denn der Kollege hat hier sein Schild. Mit dem er das natürlich uns etwas schwieriger gestalten lässt. So, wo kommt der her? Der ist da oben, auf der obersten Plattform. Ja, da oben. Diese Lautsprecherdurchsagen sind manchmal auch echt herrlich. So, wo stehen die jetzt? Oh Gott! Da. Ich wollte es gerade sagen, da stehen schon wieder solche Kanister rum. Das habe ich jetzt aber relativ spät erst mitbekommen. Ja, wenn die natürlich getroffen werden, dann habe ich kaum eine Chance. So, da hinten haben wir die Kameras, die sollten wir mal deaktivieren. So, kommen wir jetzt hier über diese Brücke rüber. Das ist jetzt die Frage, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Da hinten. Jetzt kommen sie. Frisst meine Granaten, meine Freunde. Okay, die war jetzt ein bisschen zu weit geworfen. So, Droni. Wo bist du? So, zack. Jetzt lenken wir sie noch ein bisschen ab. So, hier unten diese... Oh, was haben wir hier Schönes? Oh. Die nehmen wir doch mal mit. Die könnten wir vielleicht nochmal gebrauchen. Ja, wir denken an die Millionen. Ja, diese schönen Kanister. Ich wollte es gerade nochmal wieder ankündigen. Jetzt sind sie dahin auch schon in die Luft geflogen. Jetzt kommt er hier mit seinem Schild. So, zack. Das bringt ihm aber gar nichts. Und irgendjemand hat da eine Pumpe. Der Typ hier. Wow, wow, wir gehen mal lieber hier ein bisschen in Deckung. Hier ist auch schon wieder so ein Kanister. Zack. Das war's, mein Freund. So. Mal schön nachladen. Ja, sollten wir so eine Pumpe nehmen? Ach nee, lassen wir mal. So, da hinten müssen wir hin. Na, ah, da warten sie auch schon auf uns. Hier, noch eine Granate, meine Freunde. Frisst das! So, die Drohne darf wieder vor. Aber es klappt doch schon mal ganz gut. Jetzt gehen wir auch in den Nahkampf. Oh, jetzt hat er hier schon wieder seinen Schild und hier sind schon wieder diese blauen Kanister. Da sollten wir aufpassen. Boah, ja, kaum sage ich's. Ja, man kann aber auch nicht unbedingt jedem ausweichen, das ist das Problem. Ja, und da haben wir es. Er feiert der Hellgast und wir haben unseren ersten Fail für heute. So what? Dann probieren wir es halt noch einmal. Zum Glück gibt es ja kleinere Checkpoints. So. Da sind sie auch schon. Los, weg hier. So. Kommt her hier. Ab in Nahkampf. Bam! Okay, das Ding ist auf jeden Fall mal effektiv. Aber vielleicht sollten wir das Ding eher aus der Entfernung abschießen.
So, Drohne zum Glück noch da. Das ist schon mal gut. So, Bullet Time Mode. Ah, da hinten steht er. Okay. Was schleicht er sich hier an? Ja, und das ist natürlich auch ziemlich genial. Dass sein Schutzschild ihn auch davor schützt, vor Nahkampfattacken. Okay. Let's try it again. Okay, also es kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Aber wir werden das Spiel durchzocken, Leute. Wir werden es durchzocken und es wird funktionieren. Früher oder später. Hier haben wir noch eine Granate. Komm, Drohne. Es ist natürlich lästig, wenn sie... Ja, kommt her. Ziemlich lästig, wenn sie sich da irgendwo verstecken. Und man versucht jetzt hier quasi mit dem EMP ihr Schild zu deaktivieren. So, jetzt hat es auch funktioniert. Und von allen Seiten kommen sie. Wir werden hier nicht verschont. Wo lungert ihr noch rum? Hinter uns. War klar. Vielleicht sollten wir mal hier oben in Deckung gehen. Was haben wir hier noch? Granaten? Können wir immer gut gebrauchen. Da hinten. Es werden aber auch nicht wenige, habe ich das Gefühl. Das ist schon... Die sind echt lästig. Munition hier einsammeln. Ich bin beim Kontrollturm. Ich hacke die Eingangstür. Ja, dann hacke mal die Eingangstür. Moment, ich hab's gleich. Ja, super. Und sie verdünnisiert sich, weißt du? Ich hacke mal eben die Eingangstür. Tür geht auf, alle warten auf mich und sie verdünnisiert sich. So, sehr freundlich. Wow, 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 wow. Zack. So. Haben wir jetzt mal hier ein bisschen Ruhe zum Durchschnaufen oder geht es hier gleich weiter? Ja, Zeit brauche ich auch. Einfach mal Luft zu holen. Das wird nämlich, glaube ich, nicht einfacher. Im Gegenteil, es wird immer schwieriger. Die Tür öffnet sich. Aber ich würde sagen, zum Durchschnaufen machen wir jetzt heute nochmal einen kleinen Cut. Und im nächsten Part, das verspreche ich euch, da wird es ziemlich turbulent zugehen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt ruhiger wird. Für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Ich bin der Generation Gamer G6, ich bin raus für heute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.